lieber Pater Isaac, lieber Pater Georg, lieber Pater Alred, lieber Herr Fabian. Ein Kriegsschiff befand sich in einem Manöver auf hoher See. Es war Nacht. Der verantwortliche Offizier meldete dem Kapitän auf der Kommandobrücke, dass er sich mit Kollisionskurs auf ein anderes Schiff hinbewege, dessen Licht aus dem Ozean aufleuchte. Der Kapitän befahl, diesem zu funken: Wir befinden uns auf Kollisionskurs, ändern Sie Ihren Kurs um 20 Grad. Antwort: Ich rate Ihnen, Ihren Kurs um 20 Grad zu ändern. Darauf der Kapitän kurz und scharf: Ich bin ein Kriegsschiff, es spricht der Kapitän, wer sind Sie? Antwort: Ich bin ein Seemann zweiter Klasse. Der Kapitän wild und nochmal schärfer: Dann befolgen Sie gefälligst meine Weisung. Antwort des Seemanns zweiter Klasse: Ich rate Ihnen, dringend den Kurs zu ändern. Ich bin ein Leuchtturm. Eine etwas heftige, zugegebenermaßen, aber sehr einprägsame Anekdote. Und deshalb habe ich es auch hier an den Anfang der Predigt gestellt: ein wirkliches Beispiel für die Größe und für die Schönheit des priesterlichen Dienstes. Denn auch Priester haben es mit Kurs halten und Kurs ändern zu tun, so wie der Matrose auf dem Leuchtturm. Priester, sie greifen in den Lebenskurs von Menschen ein, sie steuern, sie ändern und sie halten ihn. Ja, liebe Weihkandidaten, Ihre Stellung als Priester gleicht der Stellung dieses Matrosen zweiter Klasse auf dem Leuchtturm. Um sie herum, da kreuzen allerhand Schiffe, Luxusdampfer, wo man sich vergnügen will und den lieben Gott vergisst. Schlachtschiffe, Kanonenboote und Zerstörer kreuzen auf, um sie zu versenken. Und schließlich gibt es auch die U-Boote mit Katholiken, die nur bei Taufen und Beerdigungen auftauchen und sonst unsichtbar bleiben. Und dann sitzen sie wie der Seemann zweiter Klasse auf dem Leuchtturm. Und sie haben nicht die geballte Feuerkraft medialer Torpedoboote, die von sich reden machen, und sie haben auch keinerlei Schlachtschiffe. Nein, ihre Kraft besteht nicht in äußeren Machtmitteln. Gottlob ist das so. Denn so kommen sie erst gar nicht in Versuchung, diese zu benutzen. Sie sollen den Kurs der Lebensschiffe nicht lenken, weil sie die stärkeren Kanonen an Bord hätten. Sie sollen die Menschen nicht leiten, weil sie dies mit äußeren Machtmitteln erzwingen könnten. Sie lenken den Kurs der Lebensschiffe, indem sie es machen, wie der Mann in der Geschichte der Matrose zweiter Klasse auf dem Leuchtturm, indem sie schlicht und einfach die Wahrheit, die in Jesus Christus Mensch geworden ist, verkünden. Und da werden Sie merken, der Priester ist nicht stark aus eigener Kraft. Sie haben nur insofern Kraft, als sie von der Wahrheit Zeugnis ablegen. Und sie müssen das so tun, wie der Mann auf dem Leuchtturm es getan hat. Die Schiffe darauf hinweisen, wo Land und wo Meer ist. Und alle sind gut beraten, diesem Hinweis zu folgen. Auch der Kapitän, der meinte, er könnte einem Seemann zweiter Klasse sagen, wo es lang geht. Bei den Menschen ist das genauso. Und Sie, die Menschen, werden Ihren Lebenskurs nicht einfach Ihretwegen oder Ihrer einnehmenden Persönlichkeit wegen ändern. Sollen sie auch nicht. Die ihnen anvertrauten Menschen werden den Kurs ändern,
weil sie durch sie mit der Wahrheit des Evangeliums in Kontakt kommen, die Gott offenbart und die er seiner Kirche anvertraut hat. Und die Kirche und Sie als Männer der Kirche dürfen nicht anders als dies verkünden, sei es gelegen, sei es ungelegen. Und Sie, liebe Ordinandi, Sie werden sich in Zukunft wohl oft vorkommen, wie der Seemann zweiter Klasse auf dem Leuchtturm. Sie werden allerhand Kommandos von echten, aber auch von selbsternannten Kapitänen anhören müssen. Und die Antwort, die Sie zu geben haben, ist immer die schlichte Antwort des Matrosen. Sie sollen, Sie dürfen, Sie müssen die Schönheit des Glaubens und die Wahrheit des Glaubens verkünden. Nichts, aber auch gar nichts anderes. Nicht Ihre klugen Einsichten zählen, so nützlich sie sein mögen, sondern die Wahrheit über Gott und das ewige Heil. Sie wird den Menschen den rechten Weg, den richtigen Weg zeigen. Das heißt, die Kraft ihrer Verkündigung kommt nicht aus eigenen guten Einfällen, sondern aus dem, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus uns geschenkt hat. Sie sind die Künder des Wortes, Diener der Freude, Ausspender der göttlichen Geheimnisse, Verwalter der heiligen Sakramente, Wegweiser auf der schwierigen Fahrt durch die Tücken und die Unbilden des Lebens. Und Sie müssen, heute Nacht werden Sie vom Seemann träumen, Sie müssen, wie der Mann auf dem Leuchtturm, auf die Klippen und die Gefahren hinweisen. Und wenn Sie das Wort Gottes verkünden, dann verkünden Sie nicht liebgewonnene, selbstgesponnene Theorien oder Ideen, sondern das Wort des Heils. Und wenn Sie die Sakramente spenden, dann kommt die Kraft, die Wirkung aus den Sakramenten selbst. Diese Kraft haben Sie so wenig selbst gemacht, wie der Seemann den Felsen, auf dem sein Leuchtturm steht. Sie geben sich hin durch den täglichen Dienst, aber die Kraft kommt nicht aus Ihnen, die Kraft kommt durch Sie hindurch. Und für uns alle, liebe Schwestern und Brüder, heißt das, wir sollen im Priester nicht zuerst die überragende Persönlichkeit sehen, die er vielleicht gar nicht ist. Sicher sollen wir die guten Eigenschaften, die ein Priester hat, in Ehren halten. Aber wir müssen uns in Acht nehmen, im Priester nur den Menschen zu schätzen. Der ist er auch. Aber er ist weit mehr. Besser, wir müssen anerkennen, dass der Priester uns etwas bringt, das nicht aus den Möglichkeiten dieser Welt ableitbar ist. Und wenn Sie, liebe Weihkandidaten, um diese Zusammenhänge wissen, dann wird das auch Ihren künftigen Weg prägen. Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie den Kurs von Menschen lenken können, ja sollen, weil Sie das Wort des Lebens, weil Sie Jesus Christus verkünden, dann werden Sie es nicht sich selbst zuschreiben, wenn es gelingt. Dann werden Sie in gesunder Weise relativiert. Sie treten hinter Ihre Aufgabe, hinter Ihren Dienst zurück und Sie werden auch keine Schlagzeilen machen, genauso wenig wie der Seemann auf dem Leuchtturm. Der würde erst Schlagzeilen machen, wenn er seinen Posten verließe, um anderes zu tun. Wenn die Lotsen den Leuchtturm verlassen, dann gibt es Unheil und dann kommen die Schlagzeilen. Und wenn Priester, wenn Bischöfe nicht mehr den Mut haben, das Evangelium kraftvoll und unverkürzt zu verkünden, sondern eigene Weisheiten zum Besten geben, dann gibt es Unheil und dann hagelt es Schlagzeilen. Haben wir davon in jüngster Zeit nicht mehr als genug davon gehabt? Und wer eine neue Kirche erfinden möchte, wer an deren sogenannten DNA herumschrauben will, der ist auf dem Holzweg und der missbraucht seine geistliche Vollmacht. Liebe
Weihkandidaten, wenn sie täglich auf ihren Leuchtturm steigen, im Bewusstsein, dass es ihre heilige Aufgabe, ihr heiliger Dienst ist, nicht auf sich aufmerksam zu machen und nichts irgendwie erfinden zu müssen, um die Kirche zu retten oder was auch immer. Nicht auf sich aufmerksam zu machen, sondern auf Jesus Christus, dann verlangt das von ihnen Demut, aber nicht weniger Mut. Die Gewissheit, auf einem Felsen zu stehen und das Wort Gottes zu verkünden, das gibt ihnen eine ungeheure Kraft, ein gesundes und ein starkes Selbstsendungsbewusstsein. Das ist nichts Schlechtes. Man soll es nicht verdächtigen. Denn sie haben etwas zu sagen und dürfen ein gesundes Sendungsbewusstsein haben, das Bewusstsein gesendet, das Bewusstsein gesandt zu sein. Oder etwas salopp und provokativ, sie dürfen den Mund voller nehmen, als wenn sie in ihrem eigenen Namen sprechen würden. Sie dürfen, sie müssen den Menschen die frohe Botschaft verkünden, mit der sie selber ringen werden, solange sie leben. Denn das Evangelium, das haben sie nicht selbst erfunden. Und sie dürfen wissen, dass sie eine Würde haben, die sie von allen unterscheidet, die nicht Priester sind. Sie haben sich diese Würde aber nicht selbst genommen. Sie dürfen das Bewusstsein haben, etwas Großes, ja etwas Unvergängliches zu tun. Ich wünsche Ihnen Mut, diese Herausforderung bereiten und ganzen Herzens anzunehmen. Ich wünsche Ihnen die Demut zu wissen, dass Sie nur Überbringer der frohen Botschaft und nicht selbst die frohe Botschaft sind. Und ich wünsche Ihnen Mut und Demut zugleich, nur das zu sagen und nur das zu tun, was im Namen Jesu Christi zu tun und zu sagen ist. Und Mut und Demut, sie kommen nicht aus dem Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und Begabungen, sondern aus der Treue zum gegebenen Wort und vom Glauben, dass sie etwas zu geben haben, das alles menschlich übersteigt, das Göttliches in sich birgt. Der Priester ist nicht einfach ein Amtsträger, wie ihn die Gesellschaft braucht, damit gewisse Funktionen in ihr erfüllt werden können. Er tut vielmehr etwas, was kein Mensch aus sich heraus tun kann. Er spricht im Namen Christi das Wort der Vergebung für unsere Sünden und ändert so von Gott her den Zustand des Lebens. Er spricht über die Gaben von Brot und Wein, die Wandlungsworte, die ihn selbst, den Auferstandenen, sein Fleisch und sein Blut gegenwärtig werden lassen und so die Menschen auf Gott hin öffnet, um mit ihm zusammenzufügen. Priestertum ist nicht einfach Amt, sondern Sakrament. Gott bedient sich, um es von der anderen Seite her zu sagen, eines armseligen Menschen, um durch ihn für die Menschen da zu sein und zu handeln. Diese Kühnheit Gottes, der sich Menschen anvertraut, Menschen zutraut, für ihn zu handeln und da zu sein, obwohl er unsere Schwächen kennt, diese Kühnheit ist wirklich das Große, das das Priestertum in sich verbirgt. Liebe Ordinandi, wenn Sie aus diesem Bewusstsein heraus leben und wirken, dann werden Sie weder mutlos noch übermütig werden, sondern dankbar, aus ganzem Herzen dankbar. Denn in der tiefsten Seele dürfen Sie dann erfahren, dass Sie in allem tun, aber auch in allem lassen, von dem gehalten und von dem geführt sind, der Sie in seinen heiligen Dienst gerufen hat. Jesus Christus, der auferstandene Sohn des lebendigen Gottes.